Hi Leute, ja, ganz komische Zeit und warum auf dem Dienstag ein Video? Ganz einfach, ich habe mir echt Gedanken gemacht. Ich bin auf der Spielemesse Essen, haben wir ein Spiel gespielt. Wir fangen mal so an. Wir haben das gespielt und so weiter, wir waren dann fertig und dann ging es eigentlich in die Diskussion. Und zwar hatte derjenige, der uns gezeigt hat, wie das Spiel funktioniert, hat dann halt gesagt, so ja, auf der Spielemesse Essen kauft man ja so viele Spiele und spielt die dann irgendwie gar nicht. Und da habe ich so ein bisschen geguckt und dachte mir so, hä, wieso? Und dann hat er gesagt, naja, er hat, glaube ich, so 6 Spiele gekauft, 2018, und hat davon die Hälfte gerade mal gespielt. Und ich so, wie jetzt? Dann hat er gesagt, na, das geht doch jedem so. Und da habe ich gesagt, nee, nee, stopp, 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 stopp. Also, wir haben auch eine ganze Menge letztes Jahr gekauft und nicht alles gespielt, will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, so um die, von den 35 Spielen, die wir so hatten, haben wir 30 gespielt. Und er so, was? Da habe ich gesagt, ja, na klar. Also, ich meine, wir haben ein spanisches Alien-Spiel, was sich einfach schwierig spielen lässt, weil die Übersetzung ist zwar da, wir haben sie auf Deutsch, aber man sieht sie mit Bildern nicht. Und das macht das Ganze schwierig. Ist es egal, aber das ist ein Spiel, wo ich sage, das muss ich mir erstmal ganz, ganz genau angucken, vielleicht im Urlaub, damit ich mal selber das irgendwie so hinkriege und dann spielen kann. So, also, dann gibt es immer noch ein Spiel, wo ich wirklich meiner Freundin sage, das wollten wir schon vor Monaten spielen. Ramen. Ein tolles Spiel, hoffe ich. Wir haben es aber noch nicht gespielt, obwohl wir Ramen schon gegessen haben. Tja. Das Ganze ist auf Englisch und dementsprechend dauert es dann länger zu lesen. Ich habe keine Ahnung, Rahmen ist eigentlich nur so klein. Und wenn ich da rüber gucke, dann fallen mir nicht mehr viele Spiele ein, die wir auf der Messe gekauft haben und nicht gespielt haben. Ja, und genau das ist jetzt das, was ich hier machen möchte. Ich möchte mit diesem Video eine Challenge herbeirufen. Eine Challenge, die damit was zu tun hat. Und zwar, wir lieben alle Brettspiele und wir haben sie gekauft bei der Spielemesse Essen. Und zwar ohne Ende. Viele, viele Leute sind mit Tüten rausgegangen. Manche habe ich schon am Donnerstag um 10 nach 10 nach Hause rennen mit einer riesigen Tüte gesehen, wo ich dachte so, das war's? Das war eure Spielemesse Essen? Das kann ja gar nicht sein. So, und jetzt möchte ich einfach, dass alle. Ach nee, ich möchte es nicht, sondern macht, wie ihr denkt, natürlich. Die Challenge ist für mich persönlich natürlich, für meine Spiele, für das, dass ich auch erreichen möchte, dass wir die alle mal gespielt haben und nicht übers ganze Jahr verteilt, sondern ich möchte in diesem nächsten Monat, im November, also ab Donnerstag, genau, ab Donnerstag, da läute ich das Ganze einfach ein, weil wir da einen Feiertag haben, bis zum vorletzten Tag im Grunde vom November. Diese Zeitspanne möchte ich nutzen, alle Spiele und Erweiterungen aus dem, was wir gekauft haben, und das sind um die 40, also 25 Spiele, 15 Erweiterungen, dass wir die in diesem Monat alle spielen. Also meine Gruppe. Und jetzt geht's um euch. Ihr könnt bei der Challenge mitmachen. Das bedeutet, ihr müsst euch nicht anmelden, ihr macht das natürlich nur für euch selber. Ihr habt einen ganzen Stapel jetzt da gekauft und möchtet die mal spielen. Und ja, und jetzt ist es immer so bei so Challengen oder wenn man sowas gemacht hat oder so, auch Miniaturen malen. Ja, Miniaturen. Ich kaufe mir gerade Star Wars Legion. So, ich muss oder ich möchte die anmalen, ich muss die entgraten vorher, ich muss die basen. Aber wann? Ja, wenn ich mir Zeit nicht nehme, dann wird es auch nichts. Und sowas gibt's halt immer. Ja, 500 Punkte müssen angemalt werden in einem Monat. So, und jeder macht dann Fotos davon und schickt die ein. Wir machen das hier auch. Ich möchte von euch einfach gucken, wie viel schaffen wir in diesem Monat. Jetzt sagen einige, ja, aber ich will mich ja gar nicht unter Druck setzen. Ich will ja auch die Spiele genießen. Das sollt ihr auch. Ich möchte das auch machen, aber ich möchte natürlich, dass wir wenigstens sagen können, beim nächsten Mal zur Spielemesse Essen 2020, wir haben alle Spiele gespielt. Jetzt hat meine Freundin natürlich gesagt, ja, aber das ist natürlich auch bitter so. Ich meine, nein, eigentlich cool, weil die Idee ist doch super. Wir spielen sie einmal und haben dann 11 Monate Zeit, diese Spiele nochmal zu spielen. Also, das heißt nicht, ich will euch nicht unter Druck setzen und jetzt spielt ihr einfach und dann sortiert aus, sondern wenn ihr die gespielt habt, dann spielt sie doch einfach nochmal.
Genau, wenn es dann passt, ne? Wenn man eine Gruppe hat, wo man sagt, so, wow, ich habe da ein Spiel, das habe ich vor 3 Monaten gespielt, das fand ich super. Das war von der Spielemesse Essen 2019, das möchte ich euch mal präsentieren. Dann nehmt es mit, spielt es und dann habt ihr es zweimal in einem Jahr schon gespielt. Und ihr habt kein schlechtes Gewissen, dass ihr so viel Geld ausgegeben habt, weil ihr habt sie gespielt, die Spiele. Keiner kann euch noch vorwerfen, dann zu sagen, ja, ihr kauft immer nur ein und dann liegen die Spiele da rum. Nein. Also, die Challenge ist für alle, die Lust haben und Bock darauf haben. Jetzt sagen natürlich einige, ich war gar nicht auf der Spielemesse Essen 2019, ich war auf der Spielemesse Essen 2018. Ja, und jetzt frage ich euch, habt ihr alle Spiele gespielt? Dann seid ihr vollkommen falsch und raus. Habt ihr die Spiele nicht gespielt? Dann seid ihr wieder dabei, weil dann ist eure Challenge. Wir spielen die restlichen Spiele der 2018er Spielemesse Essen endlich mal fertig. Und die spielen wir mal endlich. Und zwar in dem nächsten Monat, im Monat November 2019. Das bedeutet einfach, sucht eure Spiele raus, die ihr jetzt noch habt, sortiert die, ruft eure Freunde an, sagt, wann ist der nächste Spieleabend? Und da möchte ich gerne Battlestar Galactica spielen, wenn ihr es da gekauft habt. Oder eine Runde Gloomhaven, weil die dicke Box ist da oben. Ich habe es aber noch nicht geschafft zu spielen. Oder eine Runde Time Stories. Was auch immer ihr gekauft habt, wollen wir in diesem Monat spielen. Ja, und natürlich seid ihr da herzlich eingeladen, einfach auch zu kommentieren unter diesem Video, unter dem Gespielt-Video, was dann halt immer mittwochs bei mir auftaucht. Weil da werdet ihr ja sehen, was ich geschafft habe, von diesen 40 Spielen zu spielen. Ausgenommen ist mein Rollenspielbuch. Weil das werde ich nicht schaffen, weil das ist auch ein Rollenspiel, da muss ich was vorbereiten und wir sind gerade in 3 Gruppen, deswegen schaffe ich das nicht. Und war da noch irgendwas? Nee. Ich glaube nicht. Alles andere ist drin. Also auch Star Wars Legion. Mein Anspruch ist ja, ich muss bemalen, damit ich überhaupt spielen kann. Mein Kumpel, der wartet schon auf einen Termin, dass wir spielen können. Dann wäre die große Box mit Erweiterung schon komplett einmal raus. Hätte ich es schon geschafft. Also, ja, das ist mein Angebot an euch. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Wenn ja, dann macht einfach mit. Wir versuchen das mal zu etablieren, dass man so viel wie möglich Spiele schafft. Das heißt nicht, dass ihr jetzt eure 40 Spiele, die ihr gekauft habt, oder 50 Spiele alle schaffen müsst. Dementsprechend ist die Einladung natürlich auch für Hunter und Kron, die das aber niemals schaffen, wenn ihr das irgendwie gesehen habt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, 200 bis 300 Spiele, die sie mitgenommen haben. Die werden sie in dem Monat nicht schaffen, aber es gibt ja andere YouTuber, Better Board Game, Get on Board, der Brettspiel-Dude und wie sie alle heißen. Wenn ihr da Lust habt, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, ja? Macht mit, versucht doch in diesem Monat so viele Spiele wie möglich zu spielen, damit man überhaupt so mal das Gefühl hat, okay, ich habe da auch mal was getan und gespielt. Ich weiß, ihr seid sowieso relativ schnell dabei, die Spiele zu spielen, aber ich möchte einfach mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir alle zusammen diese Spiele spielen und auch bewerten können. Natürlich, ne? Können dann sagen, ja, Obscurio ist ein cooles Spiel, solltet ihr euch aufschreiben für die Weihnachtsliste. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt natürlich, schreibt in die Kommentare und ansonsten, ja, war's das. Vielleicht fällt mir noch was ein. Das war eine Idee, die ich hatte, als wir nach Hause gefahren sind, weil ich mir dachte, Junge, der uns das Spiel beigebracht oder gezeigt hat, ey, das kann nicht sein. Du hast 6 Spiele gehabt und hast sie nicht gespielt. Ein ganzes Jahr lang. Leute, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Also, Einladung an alle, wir machen die Challenge. Ab Donnerstag geht's los und macht euch einen Plan, schreibt euch auf, welche Spiele. Ihr müsst die Regeln lesen und ihr müsst eure Spielgruppen mobilisieren, damit ihr relativ gut und zeitig eure Spiele abarbeiten könnt. Ich glaube, das funktioniert bei 40 Spielen. 30 Tage haben wir Zeit, hat meine Freundin gesagt, das funktioniert nicht. Habe ich gesagt, 2 Spiele pro Tag sind wir locker durch. Also, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr einen Daumen hoch, ein Abo, verlinkt es, streut es überall, sagt euren Freunden Bescheid, die bei der Spielemesse essen waren. Und dann lasst uns zusammen die Challenge bestreiten. Ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Gut, dann, ach so, ja, für die Jungs und Mädels, die schon was ausgepackt haben von der 2019er Messe, die müssen das nochmal spielen.
Ich denke da so an jemanden, der Crystal Palace schon ausgepackt hat. Ja, genau. Der müsste das nochmal spielen, damit es überhaupt in die Challenge passt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, euer Tigurion.